In den nächsten 4 Minuten zeige ich euch, wie man ganz einfach einen Popsong auf dem Klavier begleiten kann. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Piano-Snack. Heute erzähle ich euch in aller Kürze, wie so eine einfache Klavierbegleitung für Popsongs bzw. solche Rockballaden und sowas funktioniert. Wenn wir zum Beispiel diese Akkordfolge hier haben, die sehr häufig vorkommt, brauchen wir zwei Dinge. Einerseits in der linken Hand die Grundtöne. Das wären einfach genau die Töne, also die Buchstaben, die dastehen. Also ein A, ein F, ein C und ein G. Jetzt sind natürlich noch zwei Dinge entscheidend. Einerseits das Tempo des Stücks, was natürlich einfach von Song zu Song unterschiedlich ist. Und wann die Akkordwechsel kommen. In dem Fall sind das jetzt einfach sogenannte ganztaktige Wechsel. Wir haben einen Viervierteltakt. Das heißt, wir müssen bei jedem Ton bis 4 zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Was wir hier in der linken Hand spielen, ist im Prinzip das, was in einer Band der Bassist spielen würde. Hier ist vor allem wichtig, dass wir die Töne in einer passenden Lage, also an einer bestimmten Stelle vom Klavier spielen. Hier würde das nicht nach Basstönen klingen und ganz hier unten klingt das auch nicht mehr so schön. Das andere, was wir brauchen, spielen wir mit der rechten Hand. Das sind die Akkorde. Im Pop-Bereich sind das meistens drei Klänge, also Akkorde, die aus drei Tönen bestehen. Die würden in dem Fall folgendermaßen aussehen. A-Moll, F-Dur, C-Dur und G-Dur. Wenn ihr noch nicht wisst, wie man Dur- und Moll-Dreiklänge auf dem Klavier finden kann, empfehle ich euch folgendes Video von mir, in dem ich das alles in Kürze erkläre. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir die Akkorde in der rechten Hand in einem ganz bestimmten Rhythmus spielen. Und zwar spielen wir einfach die Viertel, das heißt unseren Grundpuls mit. 1, 2, 3, 4. Ich habe zusätzlich noch das Pedal verwendet. Das wechsle ich immer, wenn ein neuer Akkord kommt. Und wechseln. Jetzt nehmen wir die beiden Hände zusammen. Die linke Hand spielt weiter die Grundtöne in Ganzen und die rechte Hand die Dreiklänge in Vierteln. Als nächstes wollen wir in der rechten Hand die zweite und vierte Viertel noch ein bisschen hervorheben. Das ist das, was ein Schlagzeug immer auf die Snare spielen würde, der sogenannte Backbeat. Das Schöne an so einer Begleitung ist, dass wir mit relativ einfachen Mitteln sehr viele Dinge abdecken. Wir haben die richtigen Akkorde, wir können das Tempo und den Puls des Stückes zeigen, das heißt irgendwie da auch Sicherheit geben, wenn man dazu singen will oder jemand anders dazu singen will. Und durch die Basstöne in der linken Hand haben wir nochmal so eine Stabilität und auch so eine Weite, so eine Breite im Klang. Die nächste Erweiterungsmöglichkeit so einer Begleitung ist, dass wir die Akkorde in der rechten Hand oder einige dieser Akkorde in Umkehrungen spielen. Was es mit Umkehrungen auf sich hat, habe ich in diesem Video erklärt. Kurz gefasst bedeuten Umkehrungen, dass wir die Töne eines Akkords anders stapeln, damit wir zwischen den Akkorden kürzere Wege haben. Das heißt, nicht so viel hin und her springen müssen. In dem Fall würde das so aussehen. Was auch in vielen Songs vorkommt, ist, dass die Akkorde nicht ganztaktig wechseln, also dass wir einen Akkord pro Takt haben, sondern halbtaktig. Das heißt, wir haben zwei Akkorde pro Takt. Das bedeutet dann einfach, dass wir nach zwei Vierteln schon den Akkord wechseln müssen. Vergesst auch hier die Betonung auf 2 und 4 nicht. Selbstverständlich gibt es Möglichkeiten, das alles irgendwie noch viel abgefahrener und ausgecheckter zu spielen. Das ist aber oft gar nicht der Sinn der Sache. Gerade wenn jetzt jemand anders oder man selbst dazu singen will, reicht das oft aus. Das ist eine sehr solide Begleitung, die nicht groß ablenkt und viel Sicherheit gibt. Und trotzdem natürlich auch sehr schön klingt.
Okay, das war es dann auch schon wieder für dieses Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, teilt es mit euren Freunden und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, solche Begleitungen zu spielen. Habt noch eine schöne Woche und macht's dann mal gut.